An dem Wochenende ist für mich das Besondere. Das bedeutet für mich Freiheit und auch für meinen Sohn. Wir brauchen uns nicht erklären. Jeder weiß, was wir erlebt haben. Und vor allem brauche ich keinem sagen, warum er so wenig Haare hat. Und er bekommt keine blöden Kommentare. Sehr angenehm. Er wird halt eben sehr oft angesprochen, sogar von Erwachsenen, aber auch oft von kleinen Kindern, was, glaube ich, sehr weh tut. Aber mittlerweile hat er auch gelernt, damit umzugehen. Aber es nervt schon. Unser Familienwochenende in Haus Humboldtstein in Rolandseck findet nun schon seit 15 Jahren statt. Auch dieses Jahr in 2011 sind wieder ganz, ganz viele Menschen hier. Und wir wissen genau, dass es die nächsten Jahre auch wieder hier stattfinden wird. Also dieses Jahr waren wir ca. 220 Gäste am kompletten Wochenende und alle hatten genug zu tun. Wir hatten ca. 20 Programmpunkte von Shiatsu über Yoga, Basteln, Kinderanimation, Fußball, Tischkicker und viele, viele andere Sachen. Das Erfolgsgeheimnis ist einfach Fröhlichkeit, Glücklichkeit und einfach mal loslassen und einfach sagen, boah, richtig, ich denke nicht ans Krankenhaus, ich denke nicht an meine Krankheit und alle sind einfach gut drauf. Ich bin 2007 in die Kinderklinik in St. Augustin gekommen. An Karneval, Rosenmontag, Diagnose Leukämie. Ich bin jetzt seit 2009 aus der Chemotherapie raus, nur noch in der Nachuntersuchung. Und die Blutbilder sind bisher super. Hier kümmert es niemanden, ob man keine Haare hat oder jetzt miese aussieht. Oder das ist hier ganz egal. Was nehme ich mit? Ein tolles Wochenende. Dass ich wieder mal die Leute getroffen habe, da wir ja schon ein bisschen verstreut sind. Und ja, Erholung vor allem. Ja, doch. Es ist einfach wichtig, dass viele Leute aus diesem Wochenende Kraft, Stärke, Mut und Hoffnung schöpfen und sich damit so für die Zeit, die noch vor ihnen liegt, viel Kraft mit nach Hause nehmen. Man erlebt, dass andere Familien auch betroffen waren. Man erlebt, dass andere, wie sie mit der Krankheit umgegangen sind, wie die es geschafft haben. Und ich denke, dass ganz, ganz wichtig ist, dass die Familien sich hier gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig Kraft geben und weiterhelfen. Der Hüpfburg hinten war und dann haben wir, die war ganz nass und ganz rutschig und sind wir immer ausgerutscht. Dass wir auch geprobt haben, in der Spielgruppe zu bleiben. Und wir haben auf der Hüpfburg Fang gespielt. Wir haben ja auch hier Kinder, viele Kinder, die eben noch nie im Urlaub gewesen sind, noch nie sowas erlebt haben, weil die Eltern eben ja sehr jung sind und die Kinder werden ja auch sehr jung krank. Da war eben noch gar nichts gewesen vorher, nur eben Krankheit und Tränen oder eben Trauer sogar. Das Ziel des Vereins ist eben einfach, ja, diese Familien zu unterstützen und das ist hier wie ein Rettungsring, den jeder greifen kann, der hier ist, um eben in einer schweren Lebenssituation zurechtzukommen. Und das ist, was man eben helfen kann, mal eben ein Familienfest hier. Und Sie sehen ja, die Leute sind, die basteln, die relaxen, die Kinder springen. Und ich muss immer gucken, ist das der wirklich, der nur 300 Leukos hat und was weiß ich, gar keine oder fast keine Thrombos. Und der springt da unten rum. Und das ist einfach Freude, wenn diese Kinder sich freuen und es passiert nichts. Denn manchmal guckt ja der liebe Gott runter und lässt das alles zu. Wir haben ja welche dabei, die noch in Therapie sind. Die meisten sind aber aus Therapie.
Es sind eben auch viele verwaiste Geschwister, springen hier rum, verwaiste Eltern. Und es wird eben so von Mund zu Mund geht das, nicht? Und dann ist da im Sommer ein Fest und das ist einfach optimal. Also mir persönlich ist super wichtig, ist, auch wenn man es überstanden hat und Krankheit hinter sich gelassen hat, dass man einfach auch das, was man Positives mitgenommen hat, an andere weitergibt und vielleicht auch für andere einfach positive Sachen daraus finden kann und ihnen das auch vermitteln kann. Also wir müssen einen großen Dank eben auch an dieses Haus geben, dass sie uns das all die Jahre schon zur Verfügung gestellt haben und wir dürfen hier machen, was wir wollen. Die Psychologin von St. Augustin hat zu mir mal gesagt, als ich nur geheult habe, man sollte nichts beweinen, solange noch nichts passiert ist. Und seitdem haben wir auch nur noch gelacht. Ich finde das so wichtig. Ich finde, Lachen macht glücklich.